Ja, und dann geht's runter in seine Kajüte. Zu Kanesetiana. Genau. Ja, der ist nicht da. Und wer ist jetzt mit dabei? Sulamin und ich. Sulamin und Boy. Ja, ihr könnt die Kajüte betreten, ist auch nicht abgeschlossen, könnt unglaublich viele Stapel an Papier erkennen, Tagebücher von verschiedenen Mannschaftsmitgliedern, halb fertig gebraute Tränke, irgendwas, was zum Abkühlen noch auf dem Werkbank steht, teilweise eingebutterte Tränke, die da stehen, fertig abgepackt, teilweise auch beschriftet und ziemlich viele Kräuter und Pflanzen, die dann von den ja, Holzplanken runterhängen, teilweise noch Blumentöpfe unter die Decke gehangen, damit die auch da dann sprießen und wachsen, sodass ihr euch dann fühlt wie in einem Gewächshaus. Sulamin lockt mal eine von den Katzen an. Janus! Janus! Komm mit rein! Willst du dich hier mal ein bisschen umschauen? Unglaublich. Wie schafft er es nur, dass diese Pflanzen hier drinnen wachsen? Das ist doch. Ich dachte immer, Pflanzen brauchen Licht. Nun, der Humus findet einen Weg. Aber es ist wirklich nicht viel Licht hier drin. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Auf der anderen Seite, das ist viel Merkwürdiges auf Dera. Also. Ja, und er ist ja auch ein wenig magisch begabt. Vielleicht macht das den Unterschied. Wo sind denn eure Tagebücher? Ich mal ein paar Blätter hoch. Oh, wartet. Ich glaube, sie sollten direkt auf dem Tisch neben dem Eingang liegen, aber der Tisch ist auch vermüllt. Pfui. Ich glaube, das ist eins. Ja, da sieht man es ganz deutlich. Seht ihr die Bissspuren? Das waren Ratten. Oh, das sieht ja übel aus. Ja, sie haben ein Drittel des Buches gefressen. Der Einband hat sich noch ein bisschen besser gehalten. Ja, er ist aus Leder. Das beißt man nicht so leicht durch. Ja, wenn ihr es aufschlagt, könnt ihr sehen, dass wohl noch andere Blätter lose reinsortiert worden sind, die da gar nicht dazugehören. Vielleicht fehlten die irgendwo und das Buch ist abhandengekommen, sodass er es einfach nur reingelegt hat. Aber wenn ihr die Überschrift erkennt, ist auch eine andere Handschrift. Und wohl die Handschrift von eurem Kapitän. Eintrag, Anfang Rondra, nee, kann man nicht mehr, Raya. Ja, es war nicht verschmiert, sondern es war angefressen. Anfang Raya, 1026 nach Mosbarans Fall. Habe mittlerweile die Erlaubnis bekommen, mich nach Al-Anfa abzusetzen. Expedition in den Dschungel, weiteres folgt. Schau mal, ist das nicht aus Abelmirs Feder? Oh ja, das ist sehr elegant, das ist auf jeden Fall von Abelmir. Naja, ich meinte eigentlich eher diese kleinen Herzchen, die ihr auf die I-Pünktchen macht. Das ist eindeutig, Abelmir. Aber was tut die Seite in eurem Tagebuch? Das heißt, er muss sie aus Abelmirs Tagebuch herausgerissen haben. Das sollten wir ihm auf jeden Fall zeigen. Wartet, da sind noch mehr. Schaut einmal, die hier scheint auch von Abelmir zu sein. Und das ist etwas ungelenk geschrieben, aber eindeutig militärischer Natur. Vielleicht Rafim? Also das ist doch wirklich kein Umgang mit einem Buch. Ich bin zwar keine Sündengeweihte, aber da blutet ja mir das Herz. Ja, ihr könnt tatsächlich erkennen, er hat die wohl chronologisch sortiert. Rausgerissen und auch Rafims, doch sehr militärischer Tagebucheintrag, den er mit heutzutage immer noch pflegt. Aber auch das passt wohl zum gleichen Datum. Und wurde wohl ebenso zu den Tagebucheinträgen von Abelmir gepackt, damit die chronologisch und örtlich am gleichen Punkt aufbewahrt werden. Also auch bei Rafim geht es darum, dass er kurz Anfang Raya 1026 den Aufbruchbefehl bekommen hat, einen Nekromanten in die Dschungel zu begleiten. Oh. Schaut mal, da ist irgendetwas von Nekromantie im Dschungel zu. Hm? Abelmir und Rafims Reise, da haben sie sich wohl kennengelernt. Und Nekromant hat das falsch geschrieben. Schaut mal, was Rafim über Abelmir schreibt. Aufgepluderter Lackaffe. Nun, so als erster Eindruck? Ja, nun, nicht verkehrt, das stimmt schon. Aber ich würde ja sagen, wir sollten nicht in ihren Tagebüchern schnüffeln.
Aber sie haben es immerhin Kanizitianer zu lesen gegeben, also kann es so geheim nicht sein, oder? Oh ja, ich denke auch. Ein bisschen Lektüre können wir schon noch betreiben. Vielleicht finden wir ja noch etwas Interessantes heraus. War das die Katze? Was war das? Ihr könnt sehen, wie Janos wohl auf die Tische gesprungen ist und wohl etwas anfaucht. Und zwar irgendwas, was in einer Schüssel liegt. Janos springt dann von der Werkbank runter und verschwindet dann an dem Rand entlang aus der Kajüte heraus und läuft weg. Zulamin zieht mal ihren Opferdolch und nähert sich dem Tisch. Was hat er denn? Ich würde mal einen Odem machen. Zerstoßenes Glas liegt da. Ich mache einen Odem drauf. Mhm. Einen Moment. Und Glas, also farbig gemischt. Hier. Und ich lasse mir Zeit, also um 3 erleichtert. Ach nein, jetzt habe ich mir um 3 erschwert. Egal. Ja, also mehr Punkte übrig. Ist es nicht magisch? Scheint nichts Magisches zu sein. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Aber was hat der Kater für ein Problem damit? Seltsam. Er schüttelt das mal so ein bisschen in der Schale hin und her und guckt, ob was passiert. Nö, klopft ein bisschen. Es sieht aus wie ein zerbrochenes Glas. Oder mehrere. Es hat verschiedene Farben. Ja, du kannst auch daneben stehen sehen, noch Mörser und Pistill. Also das wurde wohl noch nicht ganz fein gerieben, aber am Pistill kannst du erkennen, dass da wohl schon vorzeitig mal Glas zerrieben worden ist. Kann ich eine Magiekundeprobe würfeln? Ja. Vielleicht sollten wir Abel mir einmal fragen. Oder traut ihr euch das zu, von euren alchemistischen Kenntnissen her? Götter und Kulte kannst du auch mal werfen. Okay. Also 11 Sternchen reichen nicht. 13 maximal. Ah, nee, da hätte ich eher sowas wie 15 angesetzt. 15 oder mehr. Ist in Ordnung. Dann würfel ich mal Götter und Kulte. Ist nicht so berauschend. Ich hatte gerade kurzzeitig Angst, dass du das knacken könntest. Wir brauchen den Typen noch. Hört auf. Ich weiß, jetzt chill mal. Deswegen habe ich es auch nicht mirakelt. Alles gut. Ja. Ja, aber die Merkwürdigkeiten häufen sich. Ich glaube, Glas kann man dafür benutzen, um Tränke zu filtrieren. Wenn man es in einen Filter hineinlegt und darüber einen Sud abtropfen lässt, dann bleiben gewisse Teile im Glas hängen. Je feiner das Glas gemahlen ist, desto besser kommt es hindurch. Ich denke, das ist ein ganz normales alchemistisches Verfahren. Interessant. Andererseits nicht so interessant wie die Tagebücher. Oh ja, lasst uns bitte noch ein wenig fortfahren. Schaut einmal, das hier müsste von Yalan sein. Oh, pikant, pikant. Schaut mal, was er da schreibt über seinen Schwertvater. Oh. 23. Hesinde. Gregor lässt uns schon wieder nach den Orks ausreiten. Meine Hände frieren und ich kann meine Füße nicht mehr spüren. Wann kann ich endlich wieder nach Hause? Ja, überschrieben das Ganze mit Schnattermoor. Hat er nicht immer abgestritten, aus Schnattermoor zu sein? Offenbar nicht immer, aber zumindest solange ich ihn kenne. Schauen wir mal weiter. Aha. Oh, hier ist eins von einem... Den kenne ich gar nicht. Der Name sagt mir nichts. Schauen wir mal weiter. Ja. Das sagt mir auch nichts. Oh, diese Seite ist... Die riecht blumig. Aber nicht so blumig wie ihr. Aber ähnlich. Und diese geschnörkelte Handschrift. Könnte es sein, dass es sich dabei um eine Tagebuchseite von Kiaras handelt? Ich habe ihn ja nie kennengelernt, aber eine schöne Handschrift. Auf jeden Fall. Ich kann leider recht wenig mit der Beschreibung anfangen. Hier geht es viel um Nautik und Seefahrt und so. Ah ja, das könnte er sein. Irgendjemand hat mal erwähnt, dass er auch Kartograf war. Nun, merkwürdig. Ihr könnt eine weitere Seite darunter finden. Ist wohl kein Tagebucheintrag, aber auch datiert mit einem Datum. Ist aber ein Rezept, was Bruder Galgenstein entwickelt hat.
irgendwas mit Kartoffeln, Borntoffeln, die er da wohl mit einem Sud gemacht hat und irgendwas Neues, was er da sich hat einfallen lassen. Oh, schaut mal, das klingt ganz, ganz hervorragend. Oh, da wird es mir schon, da läuft es mir im Wasser, das Wasser im Munde zusammen. Ich glaube, wir sollten mal in die Kajüte, Kombüse gehen. Aber das passt ja gar nicht dazu, das ist doch ein Rezept. Das ist ja aber alles so akribisch nach Datum, diese ganzen Tagebuchseiten sortiert. Aber wenn das Rezept in diesem Zeitraum entstanden ist... Aber dann steht denn ein Datum darauf? Ja, seht einmal. Niedergeschrieben, passt wirklich. Und das macht auch Sinn, dass es in meinem Tagebuch gesammelt ist, weil meine Tagebücher ja viel größer sind, weil ich viel mehr Lebensspanne habe. Aber dann müssen die anderen Tagebücher auseinandergenommen worden sein. Nun gut, wollt ihr eures dann trotzdem mitnehmen oder meint ihr, wir sollten es lieber liegen lassen? Nein, ich nehme es natürlich trotzdem mit. Ich verwahre es, genauso wie die anderen Seiten. Ich muss sie auch sichten. Vielleicht befindet sich noch etwas darunter, was nicht da reingehört und ja, wie ihr versteht. Ich bin sicher, bei euch ist das in guten Händen. Natürlich, natürlich. Nun gut. Dann wünsche ich euch noch eine unterhaltsame Nachtlektüre, Boltax. Danke. Und wir sollten Abelmir und Jalan vorerst nichts sagen. Sie müssen sich nicht allzu viele Sorgen um ihre Tagebücher machen. Es wäre doch nur gerecht. Ich bin nur froh, dass ich ihm meine nicht gegeben habe. Ist vielleicht ganz gut. Aber irgendwas hat mich an ihm gestört. Egal, er ist ein sehr fähiger Alchemist und... Ein bisschen unordentlich. Ja, und ich meine, nur weil ich nicht möchte, dass jemand meine persönlichen Tagebücher liest, heißt das ja nicht, dass ich nicht sonst gut mit ihm klarkommen kann. Oh, ja, da habt ihr vollkommen recht. Nun, ich gehe dann mal in meine Kajüte. Ich habe noch Lektüre. Gute Nacht, Boltax. Ich wünsche euch auch noch eine geruhsame Nacht. Ja, was wollen die anderen derweil tun? Habt ihr noch irgendwas vor oder einfach schlafen gehen und dann am nächsten Tag aufbrechen? Pennen. Ja. Ich denke, es ist spät genug, dann schlafen gehen. Ja, ich würde noch Hevilla ansprechen. Hevilla, habt ihr einen Augenblick? Ja, selbstverständlich. Warum soll's gehen? Begleitet mich doch bitte. Ich habe etwas, was euch gut zur Hand stehen könnte. Hier Richtung Deck, durch die Tür der Zimmermannsmänner hindurch, in die Werkstatt hinein. Habe auf der Überfahrt hierher nach Al-Anfa mich ein wenig dem der ingeren gefälligen Arbeit gefrönt und etwas zusammengebastelt, was ich einigen in der Mannschaft verteilen wollte. Und ihr seid eine davon. Ich öffne die hintere Tür, die zum Waffenlager führt, und trete hinein, öffne dann eine Uhr, die sich dort befindet, wo schon mehrere Läufe drin zu sehen sind. Etwa 1,5 Schritt lang, erinnert an meine geliebte Avalone, die ich so gerne mit mir trage und liebevoll Bitsy nenne. Ich hebe eine dieser Waffen hinaus und zeige es ihr mit beiden Händen demonstrativ. Es handelt sich hierbei um eine Arbalette. Ich habe einige davon konstruiert und wollte, dass einige aus der Mannschaft die bekommen und so eine kleinere Fernkampfeinheit bilden. Und da ihr euch eure Armbrust mehr als nur bewiesen habt, denke ich, euch würde eine solche Waffe auch gut stehen. Ja, das ist sehr nett. Die ist bestimmt sehr teuer gewesen, oder? Und wir haben nur für die Materialien gezahlt, da ich die selber konstruiert habe. Und ich bekomme sie jetzt einfach so, weil ich gut damit schießen kann. Ihr werdet einer von denen sein, die bekommt, aber die erste. Fern sich andere Fernkampf gute Schützen aus der Mannschaft herauskristallisieren werden, weitere die erhalten. Nur ich hatte nicht allzu viel Zeit, viele zu konstruieren und es nimmt auch sehr viel Arbeit in Anspruch.
Nun, das ist sehr nett. Dann werde ich damit gerne üben. Und das erwarte ich auch. Und ich werde es auch tun, ja. Ich hoffe, dass, wenn wir noch lang genug zusammen reisen, dass ihr mich eines Tages mit eurer Schießkunst übertreffen könnt. Ja, bestimmt. Ich nicke ihr zu und gebe ihr die Waffe. Danke. Dann würde ich dann auch schlafen gehen. Ja, gut. Schreiben wir den nächsten Tag. Morgens, 8. Stunde, könnt ihr wieder aufstehen und euch in der Offizierskajüte sammeln. Rafim ist immer noch weg. Der hat wohl im Verlaufe des Abends den Befehl bekommen, dass er sich bei der Basaltfaustfeste sammeln soll. Und dementsprechend wohl immer noch nicht anwesend. Vielleicht irgendwas Längeres, irgendein Einsatz für die Granden, für den Patriarchen. Man weiß es nicht so genau. Es unterliegt sowieso der Geheimhaltung. Und so seid ihr dann zu 5 bzw. zu 6, wenn Hövilla dann Platz nehmen darf, wieder am nächsten Tage in der Kajüte. 17. Ja. Travia. Ich möchte gerne früh genug da sein, dass Hövilla noch nicht da ist. Gut, dann bleibt sie erst nochmal draußen und kommt dann später rein. Guten Morgen, Jalan. Auf jeden Fall noch nicht wieder da? Nein, der ist von seinem Großmeister gerufen worden. Er muss irgendwas erledigen. Dauerei. Wir sind keine 3 Tage in der Stadt. Habt ihr auch so schlecht geschlafen? Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Es war nötig. Hatte eine Menge Schlaf nachzuholen. Nun gut. Aber ich bin eigens früh genug aufgestanden, Jalan, um euch zu sagen, ich habe bei dieser Hövilla ein ungutes Gefühl. Nun, sie drängt sich sehr auf, aber sie ist nicht die Erste, die das tut. Ja, aber ich weiß nicht, sie hat nicht dieses Fröhliche, das beispielsweise Arbeitsgeweihte haben, die die Welt erkunden und Abenteuer erleben wollen, sondern sie hat so eine negative Energie. Nun, Hasswolf ist auch nicht gerade der Netteste von allen, dem misstraut ihr auch nicht. Nein, Hasswolf schreit einem alles, was er denkt, ins Gesicht. Aber Hövilla? Ich weiß nicht, ich fühle mich unwohl dabei, ihr unsere Geheimnisse anzuvertrauen. Und ich wollte euch das gesagt haben, bevor ihr sie mit zu diesem Giftfürsten nehmt und weiß Gott was anstellt. Oh, keine Sorge. Passe schon auf, dass Jala nichts Unvernünftiges sagt und Jalan passt auf, dass ich nichts Unvernünftiges sage. Jedenfalls, was soll ich jetzt tun? Soll ich sie hier lassen? Das wäre wohl kaum angemessen. Nein, ihr könnt sie gerne mitnehmen. Ich wollte es nur gesagt haben, dass ihr das im Kopf behaltet. Aber einen guten Grund, warum ich ihr vorgeschlagen habe, mitzukommen. Als Jägerin kennt sie sich wahrscheinlich wirklich ganz gut mit Tieren und Echsen aus. Ja, vielleicht brauchen wir irgendwelche, sagen wir, exquisiten Zutaten für Kanazetianer, die sie uns besorgen kann. Mhm. Ihr sollt trotzdem eine Ahnung auf sie haben. Ja, natürlich. Gebt ihr das Gefühl, nützlich zu sein und wir können natürlich auch auf ihre Fähigkeiten zurückgreifen. Nur manche Dinge sollten wir vielleicht lieber für uns behalten. Ich bin sicher, ihr entscheidet selbst, welche Dinge dies sind. Natürlich. Nun, braucht ihr noch irgendwelche Wechsel für den, falls ihr irgendetwas kaufen wollt? Sagen wir, ich habe mir die Freiheit genommen, mich hinreichend auszustatten. So. Außerdem wird dieser Horun wohl, sagen wir, Geschäfte mit seinem guten Namen machen. Denkt an die Quittung. Quittung, natürlich. Nichts ohne Quittung. Dann ist es sehr gut. In zweifacher Ausführung, extra für die Bücher. Nur eine reicht völlig. Ich frage mich, warum er immer so darauf besteht, wenn er die Bücher dann doch nicht gewissenhaft führt. Es muss ordentlich geführt werden. Nun ja, aber ihr tut es ja nicht. Sagt ein Sprichwort aus eurem Glauben nicht, wer Geld unterschlagen will, braucht erst einmal den Überblick über das Geld. Bitte wollt ihr vielleicht diese Bücher führen? Außerdem führt Abel mir die Bücher gewissenhaft. Immer mal wieder. Es gibt nur gewisse Lücken dazwischen. Nun ja, ich habe nicht viel Zeit, mich um all diese Dinge zu kümmern in meiner Position. Ja, aber mir niemand macht euch einen Vorwurf. Deswegen sind wir so bemüht wie möglich, euch diese Arbeiten abzunehmen. Nun gut.
Dann warten wir noch, bis die gute Magistratin hier ist und dann machen wir uns auf den Weg. Wir sind schließlich nicht angekündigt, es kann sein, dass wir eine Weile warten müssen. Ich denke, er wird wissen, dass wir kommen. Vermutlich. Jetzt wollen wir schon vorgehen. Wir müssen nicht unbedingt auf Nunia, die Junkerin, warten. Ja, natürlich. Lasst uns einen Abstecher zur Arena machen. Ja, ich dachte mir an das Hotel Toperla. Und die Feier, ihr wisst. Natürlich. Die Reihenfolge ist mir ganz gleichgültig. Ich werde mich auch hier von euch verabschieden. Wir treffen uns auf dem Schiff wieder, zu gegebener Zeit. Nun, dann viel Erfolg. Gut, dann brechen Abel, mir und ich auf. Ja, ich begleite sie noch so weit, bis sich unsere Wege trennen und gehe dann Richtung Akademiegelände. Denkt dran, wir treffen uns zur Mittagsstunde bei der Arena. Ihr wolltet mich begleiten zur Arena. Ah, da seid ihr ja. Immer früh aufgelegt, ne? Hattet ihr mich jetzt vergessen? Nein, wir hatten gerade noch darüber gesprochen, dass wir auf euch warten würden, bis wir aufbrechen. Sehr gut. Ganz genau, ganz genau. Nehmt mal eine Armbrust mit, oder? Ja, warum nicht? Wollt ihr noch etwas essen? Wir haben hier noch ein paar wunderbare Preisblumenkerne. Nein, danke. Ich möchte im Übrigen an dieser Stelle zum Protokoll angemerkt haben, dass ich meistens ohne Rüstung und vermutlich auch ohne Waffe in der Stadt unterwegs bin. Also ohne die lange Waffe. Ja, du hast ein Kurzschwert und das ist auch vergiftet, ne? Das ist nur das Einzige, das vergiftet ist. Ja. Also ja, das Kurzschwert trage ich immer mit mir rum, weil man ist ja paranoid, aber ich kann auch nicht, ich laufe nicht irgendwie, wie Raffin das vermutlich tut, gerüstet und bewaffnet überall hin. Das ist so das Protokoll. Gut, nun, brechen wir auf. Gut, dann beginnen wir oben bei Zulamin. Mit wem läufst du los und wohin? Ich schlendere mit Abel mir am Kai entlang in Richtung der Perle von Al-Anfa. Ja. Wir hatten uns bei unserer Ankunft ja mal informiert, wo das ist, weil wir dann noch drüber diskutiert haben, ob wir da unterkommen wollen. Und war das die 54? Nein. Ich glaube, es ist 57, oder? Ja. Ja, dann machen wir einen Morgenspaziergang da in die Richtung. Gut, dann könnt ihr aufbrechen am Hafen entlang, am Fex-Tempel vorbei und natürlich dann auch wieder dem großen Sklavenmarkt, vorbei an der Börse und vielen geschäftigen Händlern ausweichen, wieder weiteren Sklaven, die quasi überall gehandelt werden, aber natürlich dann eben auch auf dem großen Sklavenbazar. Ihr könnt das Hotel Effertsruhe erblicken und geht dann an der Prozessionsstraße entlang, so eine kleine, naja, Allee ist es nicht wirklich, aber der Weg wurde ein bisschen befestigt mit ein paar Bäumen, mit ein paar Orangen und Orangen, die dann hier wachsen und man kann sich dann eben auch dabei bedienen. Die Palligan-Thermen, die hier noch weiter wohl ausgebaut werden sollen, zumindest gündet ein großes Schild davon, dass demnächst die Granden vom Silberberg dem Volke wohl etwas wieder zurückgeben, indem sie das ausbauen. Ob wirklich irgendein Fahner sich das leisten kann, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber dann steht ihr vor dem Hotel Perle von Al-Anfa. Gegenüber von euch liegt dann noch der Tempelhafen und ihr könnt auch den mächtigen Rabenfelsen erblicken, dessen Kopf tatsächlich wohl so aussieht wie ein Rabe, Golgari oder Bestariel und die gewaltige goldene Anlage, in dem der Patriarch dann neutral verweilt. Was für eine Aussicht. Ich gestehe, ich habe immer noch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil wir Rafims Angebot, dort oben zu übernachten, immer noch nicht angenommen haben. Irgendwie kam immer etwas dazwischen. Ja, man kommt so schlecht wieder heraus aus diesem Käfig. Das macht mir ein wenig Sorgen. Deswegen verweile ich lieber hier bei den schmutzigen Fanas. Ja, und jetzt, da Rafim im Dienst ist, würde uns sowieso schwerfallen, dort ein- und auszugehen. Also ist das schon besser, dass wir auf dem Schiff übernachtet haben. Aber ich glaube, wir sind jetzt wieder in der Nähe des Raya-Tempels, oder? Wenn wir hier diese Straße lang gehen würden? Vermutlich dort lang, ja. Das könnte sein. Wollt ihr diesen Tempel schon wieder besuchen?
Nein, ich dachte nur, vielleicht könnten wir auf dem Rückweg wenigstens durch den Park gehen, denn ich hoffe immer noch einen Arbeitsgeweihten zu treffen, den wir wegen Aviandas Begräbnis fragen könnten. Aber lasst uns erst einmal die wichtigen Dinge erledigen. Ja. Ach, mich quält schon wieder der Hunger. Wie wär's mit einem kleines Häppchen in der Perle? Dann könnten wir gleich die Küche testen, ob sie wirklich den Ansprüchen von uns genügt. Eine hervorragende Idee, Abelmir. Ich wusste schon, wieso ich die Festvorbereitung am liebsten mit euch machen wollte. Ja, ich habe ein gewisses Händchen für so etwas. Ich reiche Salamin huldvoll die Hand und geleite sie in das Hotel. Ja, wenn ihr reingeht, könnt ihr auch sehen, wie zwei Sklaven euch die Türen öffnen, damit ihr dann hineingeht und hinter euch dann auch wieder das Ganze schließen. Vor euch könnt ihr einen großen, ein Atrium, ist das nicht wirklich, weil es eben geschlossen ist, aber einen ziemlich großen Innenhof erblicken und zu eurer Rechten dann einen ziemlich großen Tresen, wo dann die Hotelgäste empfangen werden. Zu der Linken geht es dann zu den Seminarräumen, vor euch ist dann auch noch so ein kleiner Ständer aufgebaut mit dem aventurischen Boten, Backe Postille, bornische Zeitschriften, der Salamander ist ausgelegt, sodass ihr dann auch prinzipiell hier gleich verweilen könntet. Einige Sofas, die hier aufgebaut worden sind, sodass ihr dann auch in diesem Innenhof dann gleich euch hinsetzen könntet. Und gegenüber von dem Innenhof und von der Rezeption könnt ihr dann auch noch viele Essenstheken erkennen und noch einige Tische, sodass ihr euch dann auch im Inneren des Hofes noch hinsetzen und essen könntet.